Kennst du Tangram-Puzzle? Das ist sowas, wo man geometrische Formen aneinanderlegt, um was Neues zu machen, eine neue geometrische Form. Bei diesen Übungsaufgaben auf Khan Academy ist das ganz ähnlich. Also sie geben euch immer zwei Formen vor und sie sagen, benutze die beiden, um was Neues draus zu machen, eine neue Form. Diese erste Aufgabe hier ist also, benutze zwei Halbkreise, um einen Kreis daraus zu machen. Also du siehst hier schöne halbe Pizzastücken, ja, und man soll die jetzt zu einer ganzen Pizza zusammenformen. Sieht das aus wie eine ganze Pizza? Nicht wirklich. Hier haben wir sogar noch eine Lücke, das ist gar nicht eine neue Form geworden. Hier, das könnte doch eine Pizza sein, findest du nicht? Dann kontrollieren wir. Smiley sagt, wir haben recht. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, machen wir gleich noch eine Aufgabe. Die nächste ist hier, benutze diese Dreiecke, diese kleinen Dreiecke, um ein großes Dreieck zu machen. Also mal schauen. Hier haben sie die beiden Dreiecke benutzt, um ein Quadrat zu machen. Das wollen wir nicht, wir wollen ein Dreieck. Hier haben wir die auch schön zusammengefügt zu einer neuen geometrischen Form. Das ist ein Parallelogramm, aber kein Dreieck. Was sagst du zu dem? Eins, zwei, Dreiecken. Wunderbar. Hier haben wir ein großes Dreieck gebastelt aus zwei kleinen Dreiecken. Schön. Okay, die nächste Aufgabe sagt, benutze diese Rechtecke, eins, zwei, um ein großes Rechteck zu machen. Wenn wir uns die erste Form gleich mal anschauen, aha. Ein großes Rechteck gebastelt aus einem blauen und einem roten. Das ist schon mal richtig, supi. Hier sieht zwar schön aus, aber hat viel mehr als vier Ecken, nicht wahr? Und hier haben wir mehr so ein großes L oder irgendwie sowas. Also das wollen wir nicht. Oh, jetzt haben wir zwei Quadrate, ein graues und ein lilanes, und wir wollen daraus ein großes Rechteck machen. Guck, hier berühren sich die Formen wieder nicht, also das zählt gar nicht. Hier haben wir die beiden Formen schön nebeneinander und es macht ein großes Rechteck. Vier Seiten, vier Ecken, alle Ecken rechtwinklig. Passt. Können wir gleich kontrollieren, weil die letzte Form, die ist kein Rechteck, wie ihr seht, nicht? Hat mehr Ecken. Okay, als letzte Aufgabe machen wir es noch. Benutze diese Dreiecke, um ein Rechteck zu basteln. Also mal gucken. Hier haben wir ja wieder ein schönes Dreieck. Wir wollen aber ein Rechteck. Also nee, das können wir nicht nehmen. Hier haben wir eine sehr interessante Form, aber es sieht nicht nach vier rechtwinkligen Ecken aus. Hier haben wir eins, zwei, drei, vier Ecken. Zwei Dreiecke. Wundervoll. Alles richtig.